Unsere Kollektion ist hochwertig und langlebig. Wir wollen eine bestimmte Art zu leben definieren, indem wir das ästhetische Niveau steigern. Und damit steigt die Attraktivität unseres Alltags. Also es geht ja um Mode in dem Film. Und wir hatten ja eben zwei Modenschauen. Einmal die Exquisit-Modenschau und einmal diese Untergrund-Modenschau am Ende des Films. Und das war ja, also mir war das zum Beispiel gar nicht bewusst, dass das so eine vibrierende Modeszene im Osten gab. Und das war ja total wow damals. Und diesen Wow-Effekt, den wollten wir ja genauso wiederherstellen. Und darum haben wir wirklich zum Beispiel für diese Ostenmodenschau haben wir uns dann überlegt, wie kriegen wir das hin? Weil ich hatte jetzt auch gar nicht die Mittel und die Zeit, um wirklich sozusagen from scratch zwei Modenschauen, die ja auch komplett im Film gezeigt werden, zu entwerfen und schneidern zu lassen und so. Und darum mussten wir dann super kreativ werden. Und für die Endmodenschau haben wir dann tatsächlich, da hatte die Grit Seymour, Professor Grit Seymour, meine Kostümberaterin, die auch Modelfreundin von Elrun, unserer Regisseurin, bei der Sibylle war, die Idee, mit ihren Studenten zusammen ein Projekt zu machen. Und wir haben im Grunde gesagt, was es für Materialien damals gab. Eben, die haben viel mit Duschvorhängen, Erdbeerfolie und sowas gearbeitet. Und dann war klar 80er, aber dann haben wir sie völlig freigelassen. Also das Glück war natürlich auch, dass es jetzt gerade auch in der Mode so ein 80er-Revival gab und viel mit Schulterpolstern, breite Schultern. Und dann hatte ich sozusagen ganz viele Kleider, also ich glaube 10 Kleiderständer voll mit Mode. Und dann haben wir da geguckt, welche Farben können wir benutzen und wie können wir daraus eine Show machen. Weil dann gab es dann auch noch eine besondere Hürde, dass wir für die Geschichte, für die Szene brauchte es dann auch sozusagen vier Teile dieser Modeschau, die klar unterscheidbar waren. Und dann habe ich überlegt, dass wir das über die Farbe machen. Und dann haben wir da die Sachen zusammengesucht, die irgendwie funktionieren würden und haben dann diese Farbwelten genommen. Dann war das sozusagen von Beige über Blau, über Gelb, Gold bis hin zum Brautkleid Rudi in Weiß. Und ja, also ich hoffe, dass das so rübergekommen ist, aber ich war eigentlich recht zufrieden, dass man wirklich das Gefühl hatte, es ist eine Show, die eine Kollektion, die dafür entworfen wurde. Hübsch sind Sie, unsere sozialistischen Frauen. Naja, die meisten jedenfalls. Das Kostüm erzählt ja auch immer die Geschichte mit oder kann sogar visuell Teile der Geschichte oder der Figur übernehmen, die dann gar nicht mehr gespielt werden müssen. Zum Beispiel unsere Hauptfigur Susi, gespielt von der Marlene Buro. Und die macht eben diesen ganzen Weg durch. Am Anfang sehen wir sie in diesen DDR-Sneakern mit Jeans und einfachen T-Shirts und einem Parka. Und dann ist sie sozusagen, wenn sie das erste Mal zu Rudi in die Wohnung kommt, noch wie so ein Fremdkörper, trifft er auf diese Untergrundmodeszene und ist total fasziniert, was sie da sieht. Und wofür ist das alles? Wir sind GBA. Was seid ihr? Glamourös, betörend, auserlesen, GBA. Und dann merkt man wirklich so Szene für Szene, wie sich das entwickelt. Dann geht sie das zweite Mal, glaube ich, wenn sie ins Exquisit geht, da ist sie dann schon mutiger. Da hat sie sich ein T-Shirt abgeschnitten und Leggings und trägt die Pumps, die sie beim ersten Mal zum Laufen gekriegt hat. Und
Am Schluss des Films ist sie dann wirklich das Model mit Minirock und High Heels. Und bei Rudi zum Beispiel auch eben diese ganz wichtige Figur, der ja angelehnt war an Frank Schäfer, der Hair- und Make-up-Stylist im Osten war und der von der Physiognomie her ganz anders als der Sabine ist. Der Sabine ist ja hochgewachsen und schmal und der Frank ist klein und drahtig, ein knackiger Hintern. Der hatte dann ausgeschnittene Jeans mit freien Pobacken. Und wir sind diesen ganzen Weg mit ihm gegangen, um das auszuprobieren. Aber es war eben, es war eigentlich schon vorher klar, dass wir da was anderes finden müssen. Und dann war im Grunde für die Figur Rudi, bin ich dann so ein bisschen bei David Bowie und Mark Almond gelandet. Und dieser Federkragen, da hatte ich ein Bild von Brian Eno gefunden, wo er so einen Federkragen trägt. Rücken gerade, Brust raus, Becken nach vorne. Die Spitze, drehen, lächeln und wieder zurück. Als hättest du nie was anderes gemacht. Du bist die Königin. Diese ganzen Kettengeschichten, das war dann eine Inspiration von Harry Styles. Das war zu der Zeit, war er, glaube ich, der erste Mann, der mit dem Kleid auf dem Vogue-Cover gelandet war. Und eben, weil Rudi ja auch so was Androgynes hat. Und am Ende ist diese Figur eben viel androgyner und femininer geworden, als Frank Schäfer jemals war. Und das Schöne war eben, dass Sabine dann auch gesagt hat, dass er so ein ganz anderes Körpergefühl dadurch bekommen hat. Und sozusagen, weil er ja super selbstbewusst auftreten musste und immer halt nackig. Ich will auch einmal die Schönste sein. Frank Schäfer ist auch immer halbnackig an der Nähmaschine gesessen. Und ja, genau, das war so der Weg. Was uns jetzt noch von einem Waffenstillstand trennt, ist nur noch falscher Stolz. Also im Westen nichts Neues ist das, was man in unserer Fachsprache nennt, ein Uniformfilm. Und na, wie geht man ran? Du machst erstmal eine ganz große Uniformrecherche und gleichzeitig eben eine große Geschichtsrecherche. Und ich weiß, mein erstes Gespräch mit Eduard Berger, habe ich zu ihm gesagt, wenn ich du wäre, würde ich mich fragen, was interessiert dich daran, einen Kriegsfilm zu machen? Und je tiefer du in dieses Sujet eintauchst, desto klarer wird, du hast wirklich sehr, sehr wenig Platz, um den Charakter von der Figur zu zeigen. Du hast Ritzen, wirklich nur Ritzen. Und eine Ritze zu füllen, eine Ritze ist schnell gefüllt und deswegen muss man sehr vorsichtig damit umgehen, was man damit macht. Na, und das war eigentlich so mein erster Schritt, was kann man für jeden von diesen Jungs tun, um etwas über deren Herkunft, über deren Charakter zu lernen. Der Anfang ist ja kurz, na, in der Schule, diese große Begeisterung, endlich in diesen Krieg ziehen zu dürfen. Und natürlich kann man sich dann überlegen, dass Paul Bäumer aus einer bürgerlicheren Familie kommt, wo vielleicht der Schneider nach Hause kam und einen Anzug für ihn angefertigt hat. Und wie Paul Bäumer mit seinen Freunden, wie die an der Front ankommen und dieser extreme Regen, das wollten wir einfach zeigen, wie die dies schon, die diese Situation kennen, dass die sich ganz anders schon geschützt haben, ne? Sich aus Regenplanen so Überhosen gebaut haben. Wir wurden auch begleitet von einem Uniformhistoriker, dem ich auch immer wieder diese Frage gestellt habe, wäre es möglich? Und na, je tiefer man in ein Sujet eintaucht, desto mutiger wird man dann ja auch wieder. Und irgendwann setzt ja auch so dein Verstand wieder ein. Was machst du, wenn du in einer unmöglichen Situation bist? Es gibt Verpackungsmaterialien, es gibt irgendetwas,
womit du dich wieder schützen kannst. Ne? Ist so, ich habe ganz oft den Leuten versucht zu erklären, wenn du zum ersten Mal zelten gehst, dann sieht man, dass du zum ersten Mal zelten gehst, weil du der Idiot bist, der das Zelt nicht aufstellen kann. Und dann gibt es den anderen, der einfach zack, zack, zack macht und dieses Zelt steht. Dann gibt es diese berühmte Kraterszene. Na, wie geht der rein in den Krater? Wie kommt er raus aus dem Krater? Was passiert alles in dem Krater? Und so waren das allein für Felix drei Kleiderstangen, die eben eine Uniform simulieren. Und dann festlegen, na, wie viele brauchst du für den Krater, wann kommt der Frost auf diese Uniformen, wann geht der Frost, wann bürstet er sich diesen Dreck wieder aus. Also dieser Fahrplan, der erstehen musste am ersten Drehtag. Na, also so gingen diese ganzen Kostüme auf den Kostümtrailer. Und dann wiederum innerhalb des Drehs musst du das ja anpassen, weil ja natürlich ganz viel passiert, was du nur mutmaßen kannst. Und tatsächlich passiert es dann vielleicht anders. Und gleichzeitig dann eine sehr, sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit Maske und mit Szenenbild. Ne? Also der Dreck, auf dem sie liegen, ist ja aus einer anderen Substanz wie der Dreck, der auf der Uniform ist und wiederum, was dann im Gesicht ist. Mhm. Und das Ganze soll ja einen Dreck darstellen. Mutter! Mutter! Ich glaube, dass ich nach meinem Tod in eine Möwe zurückverwandelt werde. Und hoch über dem Ozean auf einer Klippe nisten werde. Genau hier. Es war ein sehr großes Glück, eben mit der Frauke an dieser Sache zu arbeiten, weil die von vornherein gesagt hat, wir machen das ganz anders. Und wir lassen die Kostümgeschichtsbücher im Regal und machen keinen Kitsch, sondern versuchen eben so eine moderne, selbstbewusste und auch rebellische Kaiserin zu zeigen. Aua, Fritzi! Ich dachte immer, ihre Haare wären viel länger. Ich würde sie am liebsten viel kürzer schneiden. Nein, ich weigere mich noch mehr abzuschneiden. Wir haben so viel Zeit da reingesteckt. Und auch eine interessante Welt, die sie da auf Korfu mit ihren Hofdamen irgendwie gestaltet. Eben auch quasi mit einer eigenen Kostüm- oder Kleidungslinie. Also da war eben gar nichts von Schnürungen und so weiter zu sehen, sondern halt weite fließende Kleider. Und vielleicht eine gewisse Grandezza oder eine, was Majestätisches durch diese Krägen, die ich manchmal noch dazugegeben habe. Stay a while, save my... Und also sozusagen dadurch vielleicht ein bisschen auch ein kleines Augenzwinkern von der Sisi, dass sie ja selbst dort im Meeresidyll eher so sehr selbstkontrolliert dann doch auch immer schaut, dass sie wandern geht, reiten geht, wenig isst und so weiter. Dass sie hier so ganz alleine leben, also ohne den Kaiser. Ich habe so viel Energie und Zeit in diesen anderen Menschen gesteckt und der in mich, dass wir uns gegenseitig nur verausgabt haben. Aber es ist eher so ein quasi, diese Kriegen, eher so eine lustige Zutat. Also es ist jetzt nicht so was ernst gemeintes wie diese Niederschnürungen und diese Schinkenärmel, die es da damals gab. Eigentlich eine sehr groteske Mode eigentlich. Und ja, das war ein Riesenspaß, das irgendwie mal anders zu machen. Ich fand ja dann noch schwieriger eher dann, wenn man jetzt schon mal diese freie Welt auf Korfu gezeigt hat, eben mit diesen freien Kleidern auch, wie geht man dann jetzt zurück, dann, wenn sie dann wieder auf den Hof
zurück müssen und zwar in eine angepasstere, in eine männliche Welt, wo man als Frau quasi auch diese Frauensilhouette und so weiter zu tragen hat. Und da habe ich mich ein bisschen gestreut und mir gedacht, na, wie geht denn das jetzt? Also, aber ich wollte auf keinen Fall diese Corsagen und so weiter und diese Schnürungen und habe mich dann irgendwie so rangetastet, dass wir dann so hochgeschlossene, schmale Silhouetten, die doch was sehr Förmliches und damit auch was Höfisches haben. Haben Sie mir gerade zugezwinkert? Nein, aber jetzt. Aber letztendlich schlicht bleiben und auch quasi einen modernen Aspekt dadurch beibehalten. Also die beiden Damen, vor allem die Sisi und die Irma. Das Schlimmste war alles eingetroffen. Na, so schlimm kann es doch nicht sein. Nur viel schrecklicher als schlimm. Franz zwängt mich an den Hof zurück. Nein. Das wird mich umbringen. Ich habe mich total geehrt gefühlt, mit euch beiden nominiert zu sein. Ihr habt ja auch schon, ihr seid schon Lola-Gewinnerin und ich schätze ja eure Arbeit und ich finde, beide Filme haben mich wirklich total vom Hocker gerissen. Von der Arbeit, aber auch als Film an sich und von daher ist es für mich eh schon, ich bin eh schon so geehrt durch die Nominierung und das ist eher mehr, dass ich denke, fürs Team wäre es, ich meine, fürs Team ist die Nominierung auch schon toll, aber klar wäre es fürs Team auch toll, wenn wir die Lola mit nach Hause nehmen. Ich finde es eine ganz große Freude und die Wertschätzung von den Kollegen zu bekommen, die uns ja auch alle schon seit vielen Jahren begleiten. Ich finde es was ganz Besonderes und freue mich sehr mit euch hier zu sein. Ich freue mich auch total, mit euch hier zu sitzen und nominiert zu sein und fühle mich sehr geehrt und vor allem als Österreicherin, dass ich hier zu dem Deutschen Filmpreis so oft jetzt eingeladen werde und eben so tolle Projekte auch machen kann, eben mit deutschen Produktionen. Also das ist super, also eben für Kostümbild auch, weil das ja auch ein Beruf ist, der manchmal so nur hinter den Kulissen stattfindet und man nicht so richtig weiß, was machen die und wer sind die. Und das muss auch mal gezeigt werden. Das ist super.